So, nächstes Haus. Uns ist ein bisschen wärmer. Und wir durchsuchen hier mal den Schrank. Nichts. Looks like this has been here a while. Handschuhe, das ist sehr gut. Die sind besser als unsere einfachen Handschuhe. Hier gibt es noch Wasser. Eine Zeitung. Ansonsten gibt es hier im Regal nichts. Die ganzen Teller und so kann man nicht mitnehmen. Einen That'll come in Pullover. handy. Sehr schön. Die Dosen sind leer. Aber hier in der Küche gibt es ganz viel zu plündern. So viele Schränke und den Ofen nicht zu vergessen. Bitte ein Truthahn. Bitte, bitte. Kein Truthahn. Okay, was gibt's in den Schränken? What have we here? Ein Müsli-Riegel, Wasserflasche. Ein Brandbeschleuniger. Das Bild hier finde ich auch sehr schön. Typisch kanadisch. Ups, nicht lang genug geklickt. Ein Stapel Pancakes mit Butter, Ahornsirup. Pancakes. Sehr schön. Zeitung und Wasser. Und noch mehr Schränke zum Durchsuchen. Eine Limo. Summit Soda, das ist wohl hier das örtliche Kultgetränk. Die Gipfellimo. Na, viel Glück haben wir im Moment aber nicht. I could use this. Nochmal Wasser, okay. Also, Wasser ist natürlich wichtig. Auf jeden Fall. Ah, Pfirsiche. Aber von Wasser alleine kann man auch nicht leben. Nicht auf Dauer. Dann plündern wir mal den Kühlschrank. Hope nobody needs this anymore. Nochmal Wasser. Und hier gibt es noch Lampenöl. Und da unten habe ich noch was gesehen. Pork and Beans. Lecker, lecker, lecker. Ist hier in der Ecke noch was? Hier ist es so dunkel. Nee. Okay, hier im Klo gibt es natürlich Trinkwasser. Ist ja klar. Und an alle, die das jetzt eklig finden, also. Erstens nehmen wir ja das Wasser hier hinten aus dem Kasten, nicht aus dem Klo selber. Und mal ganz ehrlich, wenn man in so That'll come einer in handy. Überlebenssituation wäre, dann würde man, glaube ich, so ziemlich alles trinken. So, und hier haben wir ein Nähset, was sehr gut ist, denn jetzt können wir endlich unsere Sachen reparieren. Hier nochmal Antiseptikum. Und ich glaube, das war's hier drin. Manchmal liegt hinterm Klo noch was, aber heute nicht. Okay. Dann gehen wir mal in die obere Etage. Gucken, was da noch so auf uns wartet. Oh, ein What have Beil! we here? Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Damit können wir nämlich Holz sammeln. Und Holz ist ziemlich wichtig, wenn man sich mal ein Feuer anzünden will. Okay, in den Kisten ist nichts. In der Schublade auch nicht. Hier drüben ist auch nichts. Dann durchsuchen wir mal noch die Schränke. Looks like this has been here a while. Mütze haben wir schon. Arbeitsstiefel, okay. Die sind bestimmt besser als unsere einfachen Stiefel. Und ich frage mich auch, wo hier alle Leute hin sind.
Hier. Ob die hier im Haus gewohnt hat? Ah, hier typisch Kanada. Ein Bild von Nickelback. Bestimmt irgendwie so eine signierte Autogrammkarte oder so. Naja, die Kanadier. Oh, ein Wintermantel. Der hilft uns auf jeden Fall weiter. Noch ein Pullover, aber wir haben ja schon einen. Das Gute ist, dass man die überzähligen Kleidungsstücke, die man nicht braucht, auseinandernehmen kann und daraus dann auch Stoff bzw. Leder gewinnt, wenn man zum Beispiel die Stiefel auseinandernimmt. Und da können wir gleich mal gucken, was wir jetzt daraus machen können. Uns ist immer noch ziemlich kalt, aber es wird langsam besser. Okay, erstmal müssen wir überhaupt gucken, was wir anhaben, was wir noch wechseln können. Der Basic Winter Coat ist im Moment noch nicht besser als die Skijacke, aber ich glaube, wenn man den repariert, dann wird er besser. Aber wir lassen es erstmal noch. Die Mittens sind auf jeden Fall besser als unsere jetzigen Handschuhe. Genau, hier 0,6, 0,6 und hier 1,7, 0,8. Das ist gar keine Frage. Schuhe haben wir. Plus 0,3. Und wir haben hier plus 1,5, 0,8. Ist auch viel besser. Die Mützen sind beide schlechter. Der Fleece-Sweater, der kann nicht wirklich was. Okay, dann können wir zumindest hier die Basic Boots und Gloves auseinandernehmen. Wir können die beiden Mützen auseinandernehmen und die einmal Arbeitsstiefel können wir auch auseinandernehmen. Das funktioniert so. Man wählt hier einfach das Item aus, das man ja zu Materialien machen möchte. Und klickt dann auf Harvest. Und dann geht's auch schon los. Fleece-Sweater wollten wir auch auseinandernehmen. Und das hört sich doch an wie eine Schere. Wo hat der eine Schere her? Verdammt. Basic Gloves können auch weg. Die Mütze auch. Man muss hier ein bisschen aufpassen, dass man nicht Sachen zerstört, die man gerade trägt. Also hier steht ja Wearing, das heißt die Jeans haben wir an. Hier könnte ich jetzt auch draufklicken und dann wäre unsere Jeans weg. Das wäre ein bisschen ärgerlich, deshalb lasse ich das mal. Von den Heavy Wool Sweatern brauche ich auch nur einen. Das heißt, den anderen kann ich zerbasteln. Can-Opener brauche ich auf jeden Fall. Die Newsprints kann ich zu Zunder verarbeiten. Aber das lasse ich gerade mal, weil der Zunder, also die Tinderplugs, die man daraus gewinnt, schwerer sind als die Zeitung selber, wie auch immer das funktionieren soll. Und da wir ja auf unser Gewicht achten müssen, lasse ich das erstmal noch. Hatchet wollen wir auf jeden Fall behalten. Und okay, die beiden sollte ich reparieren. Oh, wir haben ziemlich viel Durst. Man muss auch bedenken, dass bei solchen Aktionen relativ viel Zeit drauf geht. Und dann wird man natürlich hungrig und durstig. Aber das Gute ist, uns ist überhaupt nicht mehr kalt. Wir haben jetzt einiges an Wärmebonus bekommen durch die neuen Anziehsachen und es wird gleich hoffentlich noch ein bisschen mehr. Dann fangen wir erstmal mit unseren Socken an zu reparieren. Okay. Dann machen wir weiter mit dem Basic Winter Coat. Hier steht, es dauert eine Stunde. Und ich fürchte, wir müssen jetzt gleich zwischendurch nochmal was essen. Ansonsten verhungern wir. Dann knallen wir uns mal Pocket Beans rein. Lecker, lecker, lecker. Und weil es so gut war, gleich noch ein paar... Ne, wir ziehen uns noch so ein Energy Bar rein. Die Pfirsiche heben wir auf. Und der Wind fängt draußen wieder an. Na, klasse.
So, Basic Winter Code können wir gerade mal gucken, wie viel der sich schon verbessert hat. Der hat jetzt 1,8, 1,2 im Vergleich zu 1,8, 0,9. Das heißt, er ist jetzt schon besser. Und wir können ihn noch weiter reparieren. Das heißt, die Downski Jacket können wir jetzt auch auseinandernehmen. Wo ist sie? Downs. Hier. Downski Jacket. Kriegen wir sogar zwei Stoff draus. Wir werden langsam müde. Aber ein bisschen müssen wir noch reparieren. Den Heavy Wool Sweater machen wir als nächstes. Oh, der ist fehlgeschlagen. Ja, wir haben hier eine Chance von 82%, es zu reparieren. Und jedes Mal, wenn wir etwas reparieren, wird es 1% besser. Jetzt stand hier gerade 63 und da steht 62. Das ist wohl noch ein Bug, dass es nicht geupdatet wird. Ja, auf jeden Fall. Da müsste jetzt 64 stehen und... Ja, genau. Da ist es auch. Dann vergleichen wir mal. Heavy Wool Sweater 1,3 und 0,9. Und der hier 0,7, 0,7. Also der Heavy Wool Sweater ist besser. Dann nehmen wir den dünnen gleich auseinander. Ist jetzt etwas mühselig, aber wenn wir die Sachen mal repariert haben, dann halten sie auch eine ganze Weile. Und wir wollen die ja auch lange verwenden. Deshalb ist es schon sinnvoll, das zu machen. So, wir sind schon wieder durstig und Stoff haben wir auch keinen mehr. Das heißt, wir trinken jetzt nochmal was. Und dann legen wir uns am besten ins Bett. Oder? Wie spät ist es? Um 10. Ja, wir sind ziemlich erschöpft. Dann können wir uns jetzt hinlegen. Die Sonne geht ungefähr um 5 oder 6 auf. Ich würde sagen, wir schlafen einfach mal 8 Stunden durch. Und dann sollten wir gut erholt sein am nächsten Tag. Und wir haben nur noch 700 Kalorien, aber unsere Kondition ist wieder auf 100%, also unser Zustand. Wir haben Hunger und Durst, dann fangen wir den Tag mit einer Dose Pfirsich an. Und ja, so ein Müsli-Riegel noch hinterher. Ist jetzt nicht extrem viel, aber es wird. Es wird. Naja, stimmt, die zuckerhaltigen Getränke haben natürlich auch Kalorien. Das heißt, wir können uns jetzt noch so eine Limo reinkippen. Oder zwei. Summit Soda. Okay. Das ist doch schon mal eine ganz gute Grundlage. Und dann machen wir uns wieder auf die Socken. Direkt nebenan gab es noch zwei Häuser. Das eine davon war, glaube ich, verbarrikadiert. Das heißt, da kommt man nicht rein. Das habe ich in der letzten Aufnahmesession schon ausführlich versucht, aber da gibt es scheinbar wirklich keinen Weg rein. Hier komplett zugebaut. Da kommt man nicht rein. Und da ganz in der Entfernung, da hinten der kleine Punkt, ich weiß nicht, ob man das sieht in der Aufnahme, da ist ein Wolf. Aber der sieht uns zum Glück nicht. Hoffe ich. Also die Wölfe können einen auch verfolgen. Sie können auch die Fußspuren sehen und eventuell auch einen riechen, wenn der Wind richtig steht. Und ja, das kann schon echt gefährlich werden. Oh, hier ist was drin. Zwei Dosen. Hier ist noch ein Container. Aber er ist leer. So, unter den Betten irgendwas. Nichts. Und wieder nichts. Hier ist auch nichts. Wir könnten uns auch einfach mal so eine dicke Decke einwickeln, dann wäre jetzt auch nicht so kalt. Oder so ein Kissen unter die Jacke stopfen. Aber nein. So, wie kalt ist uns? Oh, okay, gar nicht. Wie kalt ist uns draußen?
Minus 17. Die Kälte steigt sehr schnell an. Was machen wir? Was machen wir, was machen wir? Okay, ich habe eine Idee. Wir sammeln erstmal noch ein bisschen Holz hier drin. Und dann zünden wir uns gleich mal ein Feuer an. Forage Wood. Man kann in jedem Haus hier Holz sammeln. Mit der Axt geht es natürlich ein bisschen schneller. Wir sammeln mal 4 Stücke Holz und brauchen eine Stunde und 250 Kalorien dafür. Und man kann in jedem Haus nur eine gewisse Anzahl an Holz bekommen. Also eben waren es noch 20. Wenn wir jetzt sammeln, können wir nur noch 16 bekommen maximal.